Frau Dr. Geiser, Sie haben dem problematischen Medienkonsum von Kleinkindern den Kampf angesagt. Was genau ist hier problematisch? Ja, am Medienkonsum an sich ist ja noch nicht mal alles problematisch. Im Gegenteil, es gibt sehr guten Medienkonsum und es gibt Medienkonsum, der die Entwicklung von Kindern gut unterstützt. Wenn es zu viel wird und wenn es nicht der richtige Medienkonsum ist, zum Beispiel empfohlene Zeiten deutlich überschreitet, dann kann das zu Problemen bei den Kindern führen. Es führt zunächst einmal zu den Problemen, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das größte Problem ist, dass die Kinder, die zu viel am Tablet sind, die zu viel am Handy sind, die Dinge nicht mehr tun, die sie eigentlich tun sollten. Nämlich spielen, in Sandkasten gehen, Dinge bauen, ihre eigene Fantasie trainieren auch. Und das, glaube ich, ist das größte Problem am Medienkonsum tatsächlich, dass es problematisch ist, dass die Kinder sich nicht mehr ohne Medien entwickeln. Dass sie ihre Stärken, ihre, nicht nur die Fantasie, sondern auch ihre Ideen, ihre Möglichkeiten, Dinge zu konstruieren und so, nicht genügend mehr ausprägen. Und Entschuldigung, wenn der jetzt noch anfügen kann, natürlich ist es so, dass wir sehen, vor allem bei den größeren Kindern ist das ein großes Problem, aber auch bei kleinen Kindern. Wer von uns kennt nicht die Mütter, die nicht auf ihr schreiendes Baby gucken, sondern auf ihr Smartphone? Und auch, glaube ich, können sehr viele Familien ein Lied davon erzählen, wie das ist, wenn in Familien ständig Streit um die Medienzeiten ist, ständig Streit drum ist, was darf ich sehen, was darf ich nicht sehen. Sie haben eben Medienzeiten erwähnt. Wie viel Zeit kann denn unbeschadet ein Kleinkind mit diesen Medien verbringen? Also es gibt sehr viele und gute Empfehlungen. Und tatsächlich ist diese eine Empfehlung, dass nämlich Kinder unter 2 Jahre eigentlich gar keinen Kontakt zu Bildschirmmedien haben sollten, schon allein deswegen nicht mehr durchführbar, weil sie eben nicht mal mehr einkaufen gehen können, ohne dass die Kinder mit Bildschirmen konfrontiert werden. Es ist sehr wichtig, das trotzdem kurz zu halten. Und also wie gesagt, die Empfehlung ist eigentlich unter 2 Jahren gar nicht. Im Vorschulalter sollen es kurze Zeiten sein. Und es ist wichtig, dass man alles aufaddiert. Also wenn zum Beispiel für einen 3-Jährigen eine 1/2 Stunde angegeben ist, dann ist das bei Mama ins Handy gucken, Tablet gucken, Fernsehen, aber auch Hörbuch hören. Also das heißt, 1/2 Stunde pro Tag, gut ausgesuchte Medien, wäre in dem Alter noch okay. Vielleicht gibt es auch Kinder, für die 1 Stunde am Tag okay ist, aber es ist schwierig. Man muss immer da so ein bisschen eine individuelle Anpassung finden. Ich selber bei mir auf der Station, wir haben inzwischen 4-Jährige, die 9 Stunden am Tablet sitzen. Und das, also brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, da geht vieles verloren. Woher weiß man das alles so genau? Die Kinder, die so aufgewachsen sind, die sind ja jetzt noch gar nicht groß. Die sind ja noch gar nicht messbar sozusagen in ihren Schädigungen oder Problematiken. Ja. Es gibt ja gute Studien, zum Beispiel die Blickstudie, die 2016 und 2017 durchgeführt wurde. Da muss man jetzt heutzutage schon sagen, 2016 und 2017 waren die Bildschirme viel kleiner, die Datenübertragungsraten geringer, auch die Reizintensität geringer. Das heißt, die Zahlen, die wir haben, die sind eigentlich schon veraltet, ja? Weil die Geräte heute noch größer, noch schneller, noch lauter, noch glänzender sind. Man hat aber in dieser Blickstudie sehr klar sagen können, dass es Zusammenhänge zum einen zur Entwicklung von Konzentrationsstörungen, von Sprachstörungen und auch von Fettleibigkeit gibt. Kinder, die zu viel Medienkonsum haben, haben ein erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit, haben ein erhöhtes Risiko für Konzentrationsprobleme, Sprachprobleme und Co. Für Ihr Anliegen haben Sie die Augsburger Puppenkiste mit ins Boot geholt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ach, schlussendlich war das ein gemeinsames Interesse. Ich habe die Augsburger Puppenkiste getroffen im Rahmen von einem anderen Projekt. Und wir haben über dieses Thema geredet und hatten, naja, wie das manchmal so ist, dieses Mann müsste eigentlich was tun. Ja, keiner, niemand und Mann. Wir haben einfach gedacht, okay, dann machen wir was gemeinsam. Und ja, daraus ist dieses Projekt entstanden. Und was genau machen Sie jetzt gemeinsam? Ja, also wir haben versucht, das zu verbinden, was beide können. Die Puppenkiste ist meiner Ansicht nach als Kinderärztin ein unglaublich gutes Beispiel für Kinderunterhaltung. Weil sie nicht selber brilliert, sondern weil sie die Kinder brillieren lässt. Weil die Kinder durch sie angeregt werden, weil die Kinder ihre Fantasie ausleben dürfen. Das freut mein kinderärztliches, entwicklungsneurologisches Herz. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir gemeinsam ein Stück entwickelt haben, mit dem wir nächstes Jahr auch durch alle Kinderkliniken, oder alle Kinderkliniken ist wahrscheinlich hochgegriffen, aber so viel wie möglich, Kinderkliniken touren möchten. Und wir möchten auf die Problematik aufmerksam machen, das ist das eine. Und wir möchten natürlich auch möglichst vielen Familien anbieten, wie man denn die Situation ein bisschen verbessern kann.
Dazu haben wir, also die professionelle Seite, Psychologen und Mediziner, eine Schulung entwickelt für Eltern und einen Elternratgeber entwickelt. Und die Puppenkiste hat ein Stück entwickelt. Und das ist sozusagen eine konzertierte Aktion, das soll zusammenwirken. Was wäre denn Ihrer Meinung nach die Resonanz oder der beste Erfolg dieser Aktion? Was wünschen Sie sich? Ich würde mir als erstes wünschen, dass Eltern und Kinder diese Art der Unterhaltung genießen. Ich würde mir wünschen, dass die Eltern erkennen, dass das, was ist, was sie für die Entwicklung ihrer Kinder tun können, dass es gut ist für die Entwicklung der Kinder. Wenn ich auch nur ein Kind sehe, was Spaß hat an diesem, sagt, ich möchte noch mal Puppenkiste sehen und das Handy weglegt dabei, dann war es das für mich schon wert. Vielen Dank. Tja, hallo erstmal. Hallo. Ich bin der Waldmeister Wackelpeter. Ja, und ich bin Fridolin Frechdachs. Und wir sind heute hier bei euch auf dem Ärztekongress. Mhm, weil wir euch was Neues vorstellen wollen. Ja, ein Stück aus der Augsburger Puppenkiste. Genau. Und das wollen wir gerne in Kinderkliniken zeigen. Also wäre es ganz toll, wenn ihr Interesse habt, dass ihr euch bei uns meldet. Ja, ab 2020. Genau. Waldmeister Wackelpeter und Fridolin Frechdachs. Tschüss. Auf Wiedersehen.